Hallo, heute wollen wir zusammen ein Lenkerband wickeln. Das ist recht einfach, sieht nur kompliziert aus. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, fällt es einem sehr leicht. Beim ersten Mal ist es vielleicht noch Übungssache, die fehlt, aber beim zweiten Mal geht es schon einfacher. Was braucht man dazu? Man braucht eine Schere, ein bisschen Isolierband in der Farbe, die man möchte. Also wenn man ein weißes Lenkerband hat, dann kann man zum Beispiel ein weißes Abschlussband nehmen, also Isolierband, oder je nach Farbe. Ich habe jetzt ein schwarzes, deshalb ist das schwarz. Dann brauchen wir ein Messer und ein neues Lenkerband. Auf der einen Seite habe ich jetzt schon das alte Lenkerband entfernt. Das machen wir auf der anderen Seite dann nachher nochmal. Einfach beim Abwickeln dann noch die Reste vom alten Lenkerband ein wenig entfernen. Wenn ihr nicht alles abkriegt, ist es nicht weiter schlimm. Nur die gröbsten Sachen entfernen. Gut, neue Lenkerband wickeln. In den Lenkerbändern sind meistens Abschlussbänder enthalten, also für den Abschluss an dieser Stelle. Kann man verwenden, muss man aber nicht verwenden. Ich nehme lieber Isolierband, weil damit kann man es besser fixieren und die Gefahr, dass es sich dann wieder lockert, ist nicht so groß. Dann sind enthalten immer zwei lange Stücken für links und rechts. Ich mache die jetzt mal auseinander. Das eine legen wir zur Seite, das brauchen wir jetzt noch nicht. Und Abschlusskappen sind auch immer enthalten. Wenn euch die nicht gefallen, könnt ihr auch eure alten nehmen. Oder wenn ihr da schöne habt, dann nehmt die auf jeden Fall. Bei manchen Lenkerbändern sind auch noch kleine Stücken enthalten. Die sind etwa so lang oder etwa so lang. Das ist für diesen Teil am Lenker gedacht. Hier habe ich den schon vom alten Lenkerband einfach dran gelassen, weil es ist auch schwarz. Da muss man sich die Mühe dann nicht nochmal machen, den neu abzulenken und neu anzubringen. So, jetzt geht's los. Die Lenkerbänder sind auf beiden Seiten gleich. Gibt es also keine Unterschiede. Es gibt manchmal Lenkerbänder, wo ein Logo drauf ist oder Name drauf ist. Dann achtet darauf, dass man das Logo von der Fahrerseite aus, von euch aus, also lesen kann, wenn ihr es anklebt. Als erstes entfernen wir das Schutzband, was den Klebefilm beschützt. Einfach abziehen. Dann fangen wir an. Das ist jetzt eine Minute, das Lenkerband zu wickeln. Es geht sowohl links rum als auch rechts rum. Ich mache es auf diese Weise. Es gibt viele Methoden. So funktioniert es einwandfrei und es hält auch. Am Anfang etwas Überstand lassen und zukleben. Der Überstand dient nachher dazu, damit man an dieser Stelle die Kappe, die Endkappe hineinsetzen kann und dass die auch hält. Jetzt ein wenig schräg ansetzen. Und einfach wickeln. Dabei an der Stelle hier oben immer schön nachdrücken, damit es relativ gut hält. Versucht immer am Abstand gleichmäßig zu sein. Das sieht dann schöner aus. Wenn ihr jetzt an die Stelle kommt und ihr meint, das ist jetzt nicht so schön, dann scheut euch nicht, das einfach nochmal ein, zwei Wicklungen abzuwickeln und wieder neu anzusetzen. Das Klebeband hält das drei, vier Mal aus, also das Hin- und Herwickeln.
Zur ersten Schwierigkeit kommen wir gleich. Das ist diese Stelle, an der der Schaltbremshebel befestigt ist. Ihr müsst es so wickeln, dass wenn das Gummiteil vom Griff wieder heruntergeklappt ist, nichts mehr vom Lenker zu sehen ist. In diesem Fall seht ihr hier, es ist noch ein bisschen Lenker zu sehen. Also noch einmal drumherum. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt mit einem großen Schwung über den Lenker hinweg. Eine Besonderheit ist hier zu beachten, wenn ihr eine hydraulische Scheibenbremse habt, achtet darauf, dass ihr ein eventuell vorhandenes Loch, das zur Entlüftung dient, hier nicht verdeckt. Das ist einfach eine kleine Schraube. Das gibt es bei Shimano an dieser Stelle oder hier an dieser Stelle. Also wenn das hier bei euch ist, ist es nicht so schlimm. Hier einfach drauf achten. Dann einfach wieder weiterwickeln, immer die Schräge beachten, sodass es immer ein wenig schräg läuft. In den Kurven müsst ihr etwas dichter wickeln, sonst passiert sowas und ihr habt ein Loch sozusagen drin. Man sieht auch hier recht schön, dass die Abstände etwas kleiner werden. So, jetzt haben wir es fast geschafft. An jedem Lenker gibt es normalerweise eine Verdickung. Und bis dorthin sollte das Lenkerband gewickelt werden. Dann kann man gut mit der Hand greifen. Wenn ihr weniger wickelt, habt ihr Handauflagefläche nur etwa so. Dann passt er hier an dieser Stelle irgendwo ins Leere. Wenn er zu viel wickelt, ist zwar nicht schlimm, sieht er nochmal ein bisschen komisch aus. Also bis zum Anfang der Lenkerverdickung wickeln. Am unteren Teil, also hier an dieser Stelle, an der Unterseite des Lenkers, merken und abschneiden. In diesem Fall einfach gerade erst einmal. So. Dieses Teil hier schneiden wir jetzt einfach etwas schräg ab. Und zwar, ich hoffe, ihr seht es, einfach einen Keil in diese Richtung abschneiden. Fangt etwa in der Mitte oder ein bisschen weiter in der Mitte ab und dann einfach abschneiden. So etwa. Das hat folgende Bewandtnis. Wenn wir das jetzt hier rüberwickeln, gibt es im Idealfall dann einen geraden Abschluss, wenn man rundherum guckt. Wenn das nicht ganz so klappt, etwas nachdrücken oder in die andere Richtung, bis es in etwa stimmt. Dann könnt ihr jetzt entweder das Abschlussband nehmen und an dieser Stelle drüber kleben oder das Isolierband. An irgendeiner Stelle ansetzen. Zunächst einmal das äußere Ende fixieren, dann könnt ihr ein klein wenig nach innen wickeln. 2 bis 3 Wicklungen reichen da schon. Dann wieder an der Unterseite abschneiden. Gummikappe vom Schaltbremsgriff wieder herunterdrücken. Als letztes die Endkappe einsetzen.
dazu einfach das überstehende Material etwas hier reindrücken. Fertig! Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Wir laden regelmäßig Videos hoch. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.